Okay, hier bin ich wieder bei Sparrow. Das ist Sparrow. Der guckt gerade sich um. So sieht's aus. Die Gegner sind wieder da. Erschreckt euch nicht, wenn man das Spiel neu startet oder in ein Level reingeht, sind die Gegner halt wieder da, ne? Wisst ihr? Oder solltet ihr wissen. Und heute gehe ich in das erste Level hier und das ist Dry Canyon. So. Auf zum Dry Canyon. Ich freue mich schon wie sonst was. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja. Okay. So sieht das Level hier aus. Okay, was sieht man auf den ersten Blick? Kakteen. Können die mir wehtun? Nö. Aber ich kann sie verbrennen. Das ist ziemlich cool. Und der schüttelt. Moment, er verbrennt sich und schüttelt sich das einfach ab. Ich meine, das ist ein echt harter Kerl. Und das machen sie wahrscheinlich alle hier, ne? Okay. Dann holen wir uns ja erstmal unsere ersten Juwelen oder gucken beziehungsweise mal, wie wir brauchen. Vier Drachen, 400 Juwelen, ein Ei. Das ist ein ziemlich großes Level, ja. Gut, dann sehe ich schon einen Gegner. So, die kennen wir in der Art. Zwar in grün, aber gesehen haben wir die ja schon mal. So. Ah, Alter, bin ich zu blöd dafür. Ah, so. Jetzt wollte ich mal da oben gucken. Also da geht auch noch was ab. So, Böcke haben wir hier. Dann gehe ich mal hier weiter. Also die einfach wegrammen. Bum, bum. So. Krallen wir das Zeug hier. Da haben wir einen Drachen. Ich renne trotzdem nochmal hier lang. Weil hier ist ja noch mehr. Nämlich noch mehr. Oh, habt ihr das? Habt ihr es gesehen? Ich hab's gesehen. Er kann mir nicht weglaufen. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Haha. Man konnte ihn nur ganz kurz sehen, aber das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. So, und jetzt hole ich ihn mir. So, ich bin schneller, ich bin schneller. Ich hole ihn mir. Genau jetzt. Ach, hier holt er sich mal seinen Vorsprung. Aber Moment. Kriege ich noch. Und. Na, so nah. Und ich habe ihn endlich. Fantastisch. So. Hier habe ich anscheinend auch alles gesammelt. Cooler Soundtrack übrigens. Und dann befreie ich auch mal hier, ups, Entschuldigung, den ersten Drachen. Nämlich Conan. Oh, warte, ich glaube, den kenne ich. Der hat was ganz Wichtiges zu sagen. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, Mann, ich erinnere mich zwar nie an, was die Drachen sagen, aber an den hier erinnere ich mich noch sehr wohl, weil genau damit hat mich mein Kumpel damals verarscht, als wir 6 Jahre alt waren oder so. Da wusste der es noch. Und dann warnt er mich so vor und dann kommt das dabei raus. Und natürlich will ich das, ja, 12 Jahre später auch noch an meinen Abonnenten auslassen. Und jetzt mache ich mal hier oben den Typen fertig und der schießt. Also wahrscheinlich sind das doch nicht haargenau die gleichen Kerle wie in diesem anderen Level aus Welt 1. Weil die haben, soweit ich weiß, nicht geschossen. So, was haben wir denn hier alles versteckt? Guck mal, hier geht's ja in so eine Art Geheimweg, würde ich mal sagen. So, ein Tunnel. Oh, den. Was? Der hat eine Krähe als Waffe. Das ist ja auch mal was. Die ramme ich einfach weg, kein Problem. Ich meine, wozu hat man so ein Schild, wenn man sich rammen lässt wie sonst was? Eine Tragödie. So. Oh, ach du Scheiße, der kommt ja auf mich zu. Haha. Geröstet. So, Mahlzeit. Bevor der ausholt, da hinten ist ein Drache. Ich habe auch gerade keinen Bock auf den. Ich gehe mal hier weiter. Mach die alle kaputt. Oh, hier muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass ich zu hart ramme und mich dann da in den Abgrund werfe. Das kann ja natürlich auch mal passieren. So, wie komme ich denn da hoch? Ach egal, erstmal hier rein. Das gute Geld sammeln und dann befreie ich Ivor. Ivo! Bist du der Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich schon so viel gehört habe? Schon als du noch eine ganz kleine Rauchwolke warst, wussten wir. Was? Ach, nichts. Nix. Alter, das ist der gute alte Ivo. Ja. Ja, ich habe einen guten Kumpel, der ist Ivo. IVO, was für ein Name. Also ohne R. Nicht der gleiche, mit dem ich das hier damals durchgespielt habe. Das war noch ein anderer. Alter, dem muss ich eigentlich unbedingt auch mal meine Videos mit reinholen. Keine Ahnung. Toller Typ. Na gut. Dann. Ach du Scheiße, guckt's euch mal da hinten an. Dicke Schatztruhe und noch mehr Zeug. Mal sehen, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich von hier und dann da, fragt mich nicht. Also erstmal schaue ich mich hier um. Okay, hier ist einfach nur eine Sackgasse. Das ist nicht nett. Ach, da oben. Guck mal, da geht's weiter. So, hier schnappt die Dinger. Ja, ganz rechts. So, und dann. Okay, dann weiß ich. Es
gibt schon mal zwei Wege, die ich hier gehen kann. Also erstmal nach da. Gibt ein Leben. Komm ich? Ne, von hier schaffe ich das dann nicht hin. Ne. Dann nochmal, nochmal, nochmal. So, jump, 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 jump. So, und dann hier lang diesmal. Und... Oh, jetzt muss ich noch ein bisschen Abstand halten hier. Geht hier nämlich schön in die Luft und das kann mich auch verletzen. So, hier haben wir auch noch schön viel. So, dann machen wir den hier mal auf. So. Moment, also ich flieg darüber. Ich habe hier den Schlüssel noch nicht. Ich mach das mal gleich hier weiter. Weil ich habe jetzt keine Lust, hier ein zweites Mal hin. Ach, und dann komme ich hier lang. Okay. Ich glaube, das ist dann einfach nur so ein Alternativweg, weil hier ist dann noch ein Drache. Dann hätte ich ja schon alle. Nee, fehlt da noch einer. Moment, ich gehe mal zurück. Moment, ich renne mal ganz zurück. Zurück, zurück, zurück. So, hier war ich ja, ne? Dann bin ich da hoch, genau. Ich will mich ja nicht vertun. So. Bumm, bumm, mach alles kaputt. Lalala. Was mir gerade auffällt, irgendwie für das Spiel hätte ich mir ein paar mehr Stuntsprünge gewünscht. Also... so ein 3D-Spiel, ich weiß nicht, meine, der kann klar Feuer spucken, fliegen und sowas, aber ich weiß nicht, so super Skill-Sachen wie bei Mario 64, also ein Rückwärtsjump oder so ein langer Sprung oder so, hätte ich mir schon gewünscht. Naja, befreien wir erstmal den Drachen hier. Was? Okay, Bug rum. Der Dry Canyon lohnt sich für gute Gleite. Du bist doch ein guter Gleiter, oder Spyro? Ich bin der geborene Gleiter. Natürlich. Der geborene Gleiter. Alter, der Typ, der hat mir schon fast gedroht, habe ich das Gefühl. Okay, von hier aus kann ich dann geboren geglitten darüber, oder was? Yeah, okay. Das ist bestimmt auch noch so ein Geheimgang. So, dann geht's da raus. Hier ist dann nichts mehr, okay. Also raus hier und das war's dann. Kommt da noch mehr? Scheinbar nicht. Oh, eine Enttäuschung. Oder was passiert eigentlich, wenn ich von hier aus... Ach, da geht's zum Ziel. Ach, egal. Dann renne ich auch mal lang. Zwar ist das das Anfang des Levels, wo ich hier wieder gelandet bin, aber kein Ding. Ich meine, das Level ist zwar inhaltlich groß, aber... das kann man eigentlich auch ziemlich schnell hier durchrushen. Na, außer diese Treppe, das dauert eine Ewigkeit, bis ich dir hochgestiegen bin. So, jetzt bin ich hier. Und da hinten ist dann auch schon das Ende. Ach du Scheiße. Was? Ein 25er habe ich mal eben so bekommen. Und du, greif mich bloß nicht nochmal an. Es gibt ein Leben. So, da hinten ist Drache 4. Und der Schlüssel. Und hier geht's auch noch nach Hause. So, machen wir hier alles kaputt. Na, ich sagte alles kaputt. Wow, den habe ich verfehlt. So. Dann gehe ich mal hier rüber. Noch ein bisschen Hitze hier hin für ein Fünfi. So, jetzt nur die Frage. Wie komme ich da hinten hin? Hier. Nee. Hä? Was? Moment. Moment. Wie mache ich das? Okay, muss ich jetzt mal überlegen. Das Traurige ist, ich muss jetzt den ganzen Weg erstmal zurückrennen hier. Nein, das ganze Mal. Okay, kein Ding. Geht ja schnell, bis auf diese Treppen hier, das dauert ewig. So, so, komm, komm. Mach schon. So, jetzt muss ich gucken. Weil ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung habe. Oder gibt es einen anderen Weg? Nee, ich muss schon von da unten ankommen. Ey, dann habe ich echt keine Ahnung, Leute. Nee, warte, eine Idee habe ich. Nee, ich habe doch keine Idee, verdammt. Ich hätte so eine Idee gehabt auf einen dieser Säulen hier rauf, aber wie soll ich denn das also einpacken? Das geht da auch nicht. Oh Mann. Ich will jetzt aber auch nicht zu lange hier rumirren und euch langweilen, wisst ihr? Haha, ich habe wisst ihr gesagt. Oder schaffe ich das doch? Das ist auch momentan die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Aber nee, es klappt nicht, das ist zu wenig. Das ist echt peinlich, also
wirklich. Da hochzukommen. Ist das Rätsel. Und die Lösung? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache hier mal so einen kurzen Cut und melde mich, wenn ich es rausgefunden habe, um euch nicht zu langweilen. Ja, ihr dürft euch gerne bei mir dafür bedanken. Also bis gleich. Okay, ich habe es herausgefunden, wie das geht. Zeit betrug etwa 3 Minuten. Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Oder 4 Minuten. Fünf wäre schon wieder zu viel. Ist schon ein bisschen schwierig, aber man kommt darauf, wenn man nochmal diese Geheimgänge durchgeht. Warte, wie war das? Ich muss hier lang. Ich muss mal diesen Weg hier lang gehen. Und sowas weiß man natürlich nicht auf Anhieb. Also man muss das schon. Man muss schon ein bisschen nachdenken. So. Von hier aus muss ich dann so hier rüber. Und dann habe ich es auch schon geschafft. Fantastisch, oder? Ja, finde ich auch. Also hören wir uns mal an, was der letzte Typ jetzt zu sagen hat. Maximus. Toller Gleitflug, Spyro. Ich dachte schon, ich würde hier ewig festsitzen mit diesen hässlichen Geiern auf meinem Kopf. Die Viecher mögen zäh aussehen, aber sie sind ziemlich lecker. Frisch gegrillt mit einer Prise Salz. Hey, wieso hat er mitten im Satz unterbrochen? Ich wollte mir noch mehr schmackhafte Sachen dazu anhören. Das war nicht nett. Ich würde sagen, jetzt habe ich einen Schlüssel und jetzt rushe ich noch ganz schnell. Oh, verdammt. Oh, oh, ich will jetzt nicht sterben hier. Meine Libelle ist schon auf grün, das heißt noch 2 Hits und ich bin erledigt. Und das wollen wir natürlich nicht sehen, also mache ich mal schnell hier. So, race hier nochmal durch, den ganzen Weg, den wir ja schon vor Ewigkeiten gesehen haben. So, wie war das nochmal? Hier hoch, hier lang, so, ne, irgendwie, ja, da war doch was. Okay, und dann kommt der spannende Flug, den ihr jetzt erleben werdet. Yeah, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Das sieht ganz schön knapp aus. Aber ich habe es gepackt, zum Glück. So, und schnapp mir mein letztes Geld in diesem Level. Und sind das jetzt 400? Jawohl, ich habe das ganze Level abgeschlossen. Das heißt, Level verlassen. Und zurück zu dieser Hauptstadt. Da. Was auch immer das da war. Okay. Und ich würde sagen, ohne große Worte. Warte, wo war nochmal das zweite Level? Ich hab's vergessen. Es war. Ach hier. Clifftown, rein da. Ach, der hat noch links gegessen. Das war echt cool. So. Hey, der sieht ja lustig aus mit so einer Chinesenmütze hier. Ist das ein Chinese? Ich habe keine Ahnung. 3 Drachen, 400 Gelds und ein Ei. Also es ist, hat 1 Drachen weniger, aber ansonsten alles wie im vorherigen Level. Wird also wieder auch ein bisschen umfangreicher. So soll es ja auch sein. Also hier schon mal ein bisschen was versteckt. So, hier sind auch noch 2. Sind so bestimmt eine von den, naja, Juwelen, wo man sagt, ach, also wo man schon fast als voll noch die sucht. So, was haben wir hier? Einen schlafenden Typen, der losgeschickt wird von einer übergroßen Frau. Oh Gott, jetzt hätte ich mich fast selber in die Klippe geschmissen. So, die scheint mir zu fett, um die umzurammen. Au! Das heißt, ich muss sie anbrutzeln. So, hier ist ihr tolles Essen. Ah, wenn ich da rein brutzle, kommt da Geld raus. Okay. Das ist gut zu wissen. Weil ich glaube, die Dinge kommen ein paar Mal öfter in diesem Level noch vor. So, da hinten haben wir schon eins. Da ist auch ein Drache. Ach, Moment. Seht ihr hier? Ist wieder so ein verstecktes irgendwas hier. So, was sind das für Viecher? Sind das Ratten? Nee, das sind... Was ist das? Ich meine, oder was sind das hier? Irgendwas. Keine Ahnung. Tiere halt. Na, los, sammelt das ein. Okay. Da liegt noch ein bisschen Geld. Habe ich das schon? Ja, habe ich schon, ne? Ja, genau. Gut. Moment, da renne ich einfach mal durch, die Meute.
Und auch immer kreuz und quer das ganze Zeug. Egal, Drache 1. Der Halvor sagt folgendes. Wie soll ein Drache denn gegen eine Metallrüstung ankommen? Vergiss nicht, Spyro. Feuer kann gegen Metall nichts ausrichten. Nimm sie lieber auf die Hörner. Das sollte helfen. Okay, dieser Hinweis wurde uns, glaube ich, schon 5-mal in diesem Spiel gegeben. Und Spyro wird extra auf dumm gestellt, dass er diese Frage gestellt. Und wenn ihr vielleicht ganz genau im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob meine Stimme zu laut ist, aber dann hört ihr diesen Typen schon wieder, der ein Ei geklaut hat. Ich hasse ihn. Da ist er ja! Wow! Wo ist er hingerannt? Da, warte, den hole ich. Oh, da hat einen kurzen Weg. Nein! Ich hab's verkackt. Warte. Diesmal darf ich es nicht verkacken. So, das Wichtige ist immer, die Kurven kürzer zu nehmen als er selbst. Das ist nämlich der Weg, wie man ihn überholt. So. Hier liegt noch ein 10er oder 2 5er. Hier sind noch Typen. So. Ich finde es auch wichtig, das irgendwie beim ersten Mal so durchzuschaffen, so ein Level, weil wenn man da nochmal reingeht, oder ich weiß gar nicht, wenn die Gegner wieder spawnen, wenn man tot war, dann weiß man ja nicht, welche von denen man besiegt hat und welche nicht. Deswegen man dann extra nochmal suchen muss nach irgendwelchen bestimmten Juwelen. Was irgendwie voll kacke ist. Aber wie dem auch sei, ich renne jetzt mal hier hoch und da warten noch... Wow, ein Leben, Moment. Dafür muss ich ja wohl nochmal runter. Das hat wohl ein bisschen Priorität. So, dann renne ich hier rauf, da warten noch mehr olle Kopftoch schnallen auf mich. Die großen Hausfrauen, ne? Fettis. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habt ihr gedacht mit meiner Stimme. Und wenn ihr das Video zurückspult, dann denkt ihr es immer wieder. Also redet euch da nicht raus. Hi. Okay, vor allem der wird hier voll losgeschickt. Der hat keine Ahnung vom sonst was. Der schläft. Armer Typ, wirklich. Okay. Hab bald auch schon die... Nee, 400 waren das, ne? Ja. Okay, dann habe ich ja nichts gesagt. Ich wollte schon irgendwas von Hälfte reden hier. So, hier ist eine geschlossene Schatztruhe, aber die hat kein Schlüsselloch. Die müssen wir irgendwie anders öffnen. Da wird sich sicher noch was ergeben. Gut. Oh, ich bin noch gleich 2 auf einmal. Boah. Exzellent erlegt. Beide auf einmal. Gut, war hier noch was? Ja, ach so, hier geht's nach Hause. Aber da will ich ja noch nicht hin. Ich will ja erst sammeln. Ich hab jetzt die Hälfte zusammen. Und hol mir den 3. Drachen, oder? Ich glaube schon, den Enzo. Hey, was ist auf der anderen Seite des Flusses? Warum gleitest du nicht rüber und findest es heraus? Hm, exzellente Antwort. Das tue ich, also darüber, davon redet er. Da fliege ich einfach mal rüber. Boah, und die Grafik, wie das da lädt, diese Texturen, das sieht man voll. So, hier sind noch mehr Krähen aus dem Vorlevel. Also die wir aus dem Vorlevel noch kennen. So, hier liegt noch Geld, da war der 4. Drache. Ja, nee, der 3. Habe ich mich gerade vertan. So, hier ist glaube ich wieder unsichtbare Wand. So, ach ja, da endet die Welt, ja. So, ja. Ne? Erde ist ja eine Platte, eine Scheibe. Und da wurden extra Grenzen eingeführt, damit man ja nicht runterfällt. Logischerweise. Na, wobei, es ist eine Drachenwelt. Vielleicht ist das ja ein anderer Planet und es ist wirklich, platt, nicht rund. Oder vielleicht sogar eckig, wer weiß. Na, genug philosophiert. Hier ist noch einer. Oh, warte, da habe ich noch ein Stück Geld übersehen. So, die Krähen natürlich alle töten. Ganz brav. Und dann befreien wir den hier und hören uns mal seine Rede an. Marco, ey, schon wieder ich. Du hast den höchsten Punkt in Clifton erreicht. Von hier aus gelangst du fast überall hin. Und wenn ich du wäre, würde ich den Wirbelsturm da drüben nehmen. Ja, der Wirbelsturm. Ey, das war ich. Ich komme 2-mal in diesem Spiel, vor allem als Drache und einmal als Ballonfahrer. Das ist echt krass. So, wo gehe ich denn hier zuerst hin? Ach so, jetzt ist hier so ein Wirbelsturm. Der war, glaube ich, eben noch nicht da. Deswegen weist er doch voll darauf hin. Ja, der war erst
Ja, der war vorher nicht da. Ich hätte dieses Glitzern noch gehört. Das heißt, von hier aus kann ich ja mal hoch. Dann muss ich nicht immer den ganzen Weg da gehen. Das wäre echt kacke. So, dann gehe ich erstmal hier entlang. So, dann hier rauf. Hier liegt auch noch Geld. Rome. Da unten. Ach, ich glaube, da hätte ich sogar vorher hingehen können schon, oder? Egal. Wow. Lag. Rum. Spiel. Geht der... Ah, komm. Mach keinen Scheiß. Okay, wirklich Scheiß. Ich meine, das... Hey. Ich habe Geld für diese CD bezahlt. Jetzt will ich auch, dass hier funktioniert. Ah, schaffe ich das? Ja. Nein! Oh, fuck, habe ich es mir gerade... Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich da nochmal rauf. Oh, Mann. Okay, das ist gerade wirklich ein bisschen monoton. Da immer hier raufrennen und rüber jumpen. Okay. So, und da drüben sehen wir schon die Pflicht. Und zwar ist hier eine Rakete. So, die zünde ich an. Habe ich jetzt gezündet? Ich weiß es gar nicht. Kann ich überhaupt von hier zünden? Komm schon. Ja, kann ich. So, und dann... Da hinten, wo der Schatz ist. Boom! Alles freigemacht. So gefällt mir das. Und ich glaube, hier ist jetzt auch... Ja, genau, hier ist jetzt auch so ein Teil. So, Abkürzung. So, wo war jetzt das Geld? Das war hier, ne? So, wie viel ist das denn? Das scheint mir zu wenig zu sein. Also damit komme ich noch lange nicht auf 400 voll. So, das Problem ist aber, ich habe meiner Meinung nach eigentlich schon alles hier durchsucht. Wo ist das restliche Geld abgeblieben? Oh, hier ist kein Geld. Nein, kein Geld, ich sterbe. Oh mein Gott. Spawnen die alle wieder jetzt, Gegner? Ups. Oder spawnen die? Nee, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die spawnen nur, wenn ich aus dem Level raus und wieder reingehe. Aber nicht, wenn ich sterbe. Das finde ich nämlich ziemlich gut, weil ich hätte da voll keinen Bock drauf. So, wo kann ich denn noch hin? Da war ich ja schon überall. Es ist einfach nur ein trauriges Dilemma. Warte mal, ich gehe mal... Nein! Boah, ich stelle mich auch gerade wie so ein Honk an, ne? Moment. Nochmal, nochmal, nochmal. Hier hoch. So, und diesmal links rennen, ohne von dieser Klippe zu fallen, das... Moment, ah, ich habe eine Idee, dahinter. Ja. Aber ich würde gerne mehr als nur ein paar Einer haben. Ein 25er, ja, das nehme ich natürlich gerne an. So, komme ich damit auf 400. Alles voll, das Level kann beendet werden. So gefällt mir das. Alles klar. Vor allem immer nur so kleine Einer. Ich würde gerne etwas mehr haben. 25, epic.